Hallo und herzlich willkommen, liebe Waage, hier im Mai. Ja, ich möchte gerne mit dir hier in die Energie des Mai schauen. Mein Name ist Sirut Sabine Haller, ich bin Seelenbotschafterin, moderne Schamanin und ich freue mich jetzt hier mit den unterschiedlichen Orakeln für dich, liebe Waage, in den Mai zu schauen, welche Energie sich da zeigt. Kurz möchte ich noch zu Beginn sagen, alle Fortsetzungen dieser Tarot-Readings findest du ja ab Mai, aber auch schon vorher ab Mitte April hat der Mitgliederbereich schon geöffnet gehabt, aber der Mitgliederbereich hier auf meinem Kanal, da findest du jetzt alle Fortsetzungen. Schau dir die unterschiedlichen Kategorien an. Und ja, ich freue mich, wenn du mich auf diese Weise unterstützt. Und ich möchte gerne noch, weil ich das ziemlich spannend finde, mal einen kurzen Rückblick auf den April werfen. Übernimm die Verantwortung für deine Liebe, hieß ja die Überschrift dieses Readings, ja. Und manchmal fällt es uns leicht, Verantwortung zu übernehmen, dann ist es wieder herausfordernd. Es ist so ein, ja, liebe Waage, hin und her schwanken manchmal. Und lass uns direkt mal einsteigen, wie weit du hier in deiner Verantwortung stehst im Mai und was sich da einfach auch zeigen möchte. Wir schauen mit den großen Arkana und den Assen auf die Hauptenergie hier für dich, für den Mai. Ich habe das Secret Forest Orakel und das Göttinnen Orakel noch vorbereitet. Und ja, lass uns mal eintauchen. Erlaube mir, mich mit deiner Energie zu verbinden. Verbinde du dich hier mit dem Seelenkollektiv auf dem Kanal, dem Seelenkollektiv der Waage hier im Rad der Zeit sozusagen, und wir spüren mal hin. Atme tief ein und aus und erlaube der Energie, sich jetzt zu zeigen. Oh, der Herrscher, liebe Waage, dein Fundament, deine Kraft, dein Platz, deine Position. Hier geht es um Struktur, hier geht es um Macht, hier geht es auch um Verantwortung. Ja, Verantwortung für dich, dein Leben, für vielleicht sogar Menschen, die dir anvertraut sind. Verantwortung im Allgemeinen, das kann deine Energie sein, das kann ein Chef sein, das kann die Obrigkeit sein. Der Herrscher als Energie, sehr, sehr kraftvoll, mutig, stark, für sich einstehend, für seine Liebsten einstehend. Einfach was jetzt so in dieser Energie drin liegt. Wir schauen mal. Gib mir bitte eine weitere Botschaft hier für Waage, für den Mai. Zwei Botschaften. Der verwunschene Waldweg. Ja, der Meanderpfad. Hier geht es um den Flow, um dem Flow des Lebens zu folgen. Und oh, Secret Spring. Success, geheimer Frühling und Erfolg. Vielleicht planst du jetzt gerade hier in den Frühling hinein etwas, was dich mehr in deiner Kraft stabilisiert. Du bist eingeladen, im Erfolg, im Flow zu bleiben und da wirklich auch deinem Weg treu zu bleiben, so dass ich Erfolg zeigen kann. Spannend.
Vielleicht hast du wirklich schon im April da ganz klar für dich ein Statement gefasst. Ich übernehme hier Verantwortung. Zeigt sich ja jetzt hier mit dem Herrscher auch direkt. Und jetzt gilt es da im Flow zu bleiben und dir selber ja treu zu bleiben. Eine Göttin hätte ich gerne hier für Waage. Jetzt hätte ich fast Löwe gesagt, weil der hier auf dem Tisch liegt. Nein, für dich, liebe Waage. Ah, spannend. Bündnisse. Und um hier im Flow zu bleiben und in deinen Erfolg, vielleicht geht es hier darum, Bündnisse einzugehen, Partnerschaften einzugehen, vielleicht sogar auch das Bündnis mit dir selbst nochmal zu vertiefen, nochmal ganz bewusst da ein Commitment, ein Ja zu dir selbst zu sagen. Vielleicht auch Bündnisse mit anderen Menschen. Das kann beruflich sein, das kann partnerschaftlich sein, was ja auch wieder beruflich ist. Also Partnerschaften in sich, beruflich oder wie privat, dass du da ein neues Bündnis eingehen darfst. Dass du da noch mal mehr im Vertrauen auf deinen Erfolg mit dem Leben fließen darfst. Wir schauen mal, was ich jetzt hier zeigen möchte. Gib mir bitte eine, guck mal, hat sich gerade hier umgeklappt, die Mäßigkeit. Also da kommt Heilung rein. Gib mir bitte eine klare Botschaft hier für Waage, für den Mai. Für diese eigene Kraft, den Flow, den Erfolg und die Bündnisse. So, liebe Waage, wir schauen mal. Ja, schau mal hier. Dann, du springst hier quasi schon in deinen Erfolg hinein, in dieses goldend leuchtende Licht in dir, was da aus dir heraus erstrahlen möchte, im Flow, neuen Kelche, da ist ganz viel in dir aktiviert worden. Vielleicht aus der Ruhe heraus, in der Ruhe liegt die Kraft, kommt mir jetzt gerade so. Vielleicht darfst du dir hier für diesen Weg durch den Mai, durch diese verschlungenen Pfade, die sich hier womöglich auftun oder wo da das ein oder andere Mal eine Abzweigung oder wo es um die Kurve geht und du noch nicht so ganz sehen kannst, wohin der Weg dich führt. Vielleicht darfst du da mehr in die Ruhe kommen und diesem Flow vertrauen. Die fünf Schwerter. Finde ich jetzt spannend, gerade auch hier mit den Bündnissen. Vielleicht kommt da eine alte Erinnerung hervor oder es kommt hier ein Aspekt von Bündnissen, Verbindungen auf dich zu, die dem alten Muster entsprechen. Die fünf Schwerter, da ging es darum, einer wird gewinnen, einer wird verlieren. Du willst du oder ein anderer hier alles auf eine Karte setzen und dennoch spüre ich so hin, das ist die alte Energie. Das ist nicht mehr dieses, ich gehe über Leichen, um da erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass sich das nochmal zeigen wird, liebe Waage. Lass uns mal weiterschauen, in welche Richtung das hier geht. Ja, ich glaube, dass sich das einfach auch nochmal zeigt. Gerade in den Momenten, wo du das Gefühl hast, da der Weg führt hier um eine Kurve herum und du siehst noch nicht, was da kommt und hast vielleicht das Gefühl,
Wow, jetzt bin ich hier wieder da einer Entscheidung, einem Bündnis aufgesessen, was mich eben in diese alte Energie hineinführt. Bitte nimm dir in diesen Momenten Raum und Zeit, still zu werden. Vertrau dem Weg, vertrau diesem Flow, der sich da zeigt. Denn auch der Turm möchte einfach hier dieses alte Muster aufsprengen. Ich möchte gern mal weiterschauen. Ja, und dann nimmt das Ganze hier Geschwindigkeit an mit dem Ritter der Schwerter. Und ich möchte auch gern noch die letzte Karte, die 10 Stäbe. Das sieht jetzt hier sehr herausfordernd aus. Das sage ich dir jetzt direkt mal so, weil es sieht herausfordernd aus mit den Karten. Aber liebe Waage, so dramatisch ist das nicht. Der Ritter der Stäbe liegt an der Unterseite und das ist genau dieser Flow hier. Das ist genau dieser Flow, der sich hier zeigt. Dieses Bündnis mit dir selbst, dieses Feuer, diese Leidenschaft, dass du einfach im Flow bleibst und auf deinen Erfolg zugehst. Und ja, es werden sich hier nochmal vielleicht in etwas dramatischer Form alte Muster zeigen. Und ich sage es immer wieder, diese alten Muster, die in uns aufploppen, die wollen uns nicht ärgern. Unsere Seele will uns damit nicht ärgern, die möchte uns einfach einen Hinweis geben, einen Impuls, der sagt, hey, liebe Waage, schau da nochmal hin. Bist du vielleicht selber versucht, hier in diesem alten Spiel, in diesem alten Paradigma nochmal ja, dich an erste Stelle zu stehen, sozusagen über Leichen zu gehen, um deinen Erfolg dingfest zu machen? Oder darf sich das jetzt auflösen? Darfst du da jetzt nochmal tiefer spüren? Vielleicht fühlst du dich auch in einer Sache betrogen, dass da Bündnisse sich nochmal zeigen, in denen du betrogen wurdest. Auch das kann sich schmerzhaft fühlen. Auch hier der Turm. Das ist dieser Moment, in dem diese in dir verkapselten Aspekte, das können traumatische Aspekte sein, egal ob das jetzt aus Kindheit kommt, ob das beruflich ist. Das sind Momente, wie so Schockmomente in dir, wo du dich als Verlierer gefühlt hast und diese brechen jetzt auf. Und ja, wenn das hochkommt, das ist im ersten Moment nochmal schmerzlich. Und wir sind da ganz oft versucht, davon zu laufen. Der Ritter der Schwerter, der spricht auch hier zum Teil von davonlaufen. Du bist aber eingeladen, da zu bleiben, hinzuspüren. Was trägst du alles mit dir? Für wen trägst du hier Verantwortung? Welche Verantwortung davon darfst du zurückgeben? Musst du das alles tragen? Die Bündnisse, die hier angezeigt sind, so nehme ich das wahr, sind Bündnisse, neue Bündnisse auf Augenhöhe. Und genau das darf sich jetzt öffnen. Da darfst du Altes zurücklassen, was sich hier erlösen möchte. Wir haben auch eben beim Vormischen die Mäßigkeit gesehen. Also es geht hier um Heilung. Es geht um Heilung auf tieferer Ebene. Eine Heilung, die dich wirklich hier zu deinem Erfolg führen möchte und die eben diesen Ritter der Stäbe, dieses Temperament, dieses innere Feuer wieder aktivieren möchte. Und bitte erlaubt dir da tiefer zu schauen, erlaubt dir da hinzuspüren, ist das, was sich da jetzt zeigt, wirklich? Oder ist es einfach nur die Einladung, für dich tiefer zu schauen, ein altes Muster aufzulösen, sodass du hier wieder in den Flow hineinkommst? Ja, tiefer schauen. Das möchte ich jetzt auch machen, nämlich in der Fortsetzung hier mal eine Ebene tiefer schauen. Bitte, liebe Waage, nimm dir hier immer wieder Pausen,
um hinzuspüren. Tauche in deine innere Welt ein. Was zeigt sich im Außen? Was ist da diese Erinnerung, die jetzt in dir aufbricht? Bleib da und dann heilt sich das Ganze. Und dann wird wahrscheinlich auch der Weg hier eine neue Geschwindigkeit für dich annehmen. Liebe Waage, den Link zur Fortsetzung findest du wie immer unten in der Infobox und ich bin jetzt gespannt, weil ich glaube, hier wird sich einiges an Heilungsenergie öffnen.